Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich die Tonibox-Ohren reparieren bzw. auch austauschen kann, wenn diese Lautstärkentaste einfach nicht mehr richtig reagieren. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Meine Tonibox hat keine Garantie mehr, weswegen ich diese auch mit gutem Gewissen öffnen kann und hierfür diese am besten einfach mal auf zum Beispiel Laminat stellen bzw. wie bei mir hier auf den Schreibtisch und dann können wir mal mit ordentlich Druck von oben die Tonibox nach unten drücken und gleichzeitig eine Viertelumdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen. An dem Klicken hören wir auch schon, dass sich der Verschluss hier unten jetzt geöffnet hat und wir können sehen, dass wir diese somit auch schon offen haben. Nun befindet sich auf der Unterseite noch eine Kreuzschraube und da können wir mal mit einem entsprechenden Schraubendreher diese komplett gegen den Uhrzeigersinn lösen und danach auch schon das Polster von unserer Tonibox ganz einfach nach oben hin abziehen. Als nächstes sollten wir am besten mal unseren Akku komplett entfernen. Hierfür haben wir hier oben zwei weitere Schrauben, die ich ebenfalls gegen den Uhrzeigersinn einmal drehen und dann natürlich auch dementsprechend entnehmen kann. Und danach sollten wir mal noch unsere Leiter hier freilegen, denn die sind in einer schwarzen Halterung. Da gehe ich deswegen mit meinem Schraubendreher vorsichtig hinein, kann sehen, dass ich die Leiter auch schon etwas entfernt habe und dann einmal diese Platine etwas nach vorne geben, denn dann können wir hier oben auch schon unsere Leiter dementsprechend rausfädeln und hier hinten einmal noch durch leichtes Wackeln und Ziehen den Stecker vom Akku herausnehmen. Ich persönlich würde jetzt, falls möglich, noch Gummihandschuhe anziehen, nicht, dass wir anschließend irgendwie Fett von unserem Finger auf die Platine draufbringen. Das wäre natürlich auch nicht so super, aber jetzt können wir erst einmal diese schwarze Halterung etwas nach vorne geben und dann nämlich auch schon die Akkuhalterung mit unserem Akku komplett entfernen und danach müssen wir mal noch dementsprechend diese vier schwarzen kleinen Schrauben am Deckeluntergehäuse gegen den Uhrzeigersinn lösen. Die vier Schrauben sind ab und jetzt können wir unsere Platine mal gerade nach oben hin abziehen. Wichtig hierbei, auf gar keinen Fall irgendwie nach vorne hebeln, da hier unten nämlich noch kleine Pins als Verbindung sind, die wir auf gar keinen Fall irgendwie verbiegen möchten. Deswegen vorsichtig nach oben, das sollte auch schon passen. Und jetzt haben wir hier unten nämlich noch eine weitere Öffnung bekommen. Da kann ich mal mit dem Finger etwas nach unten durchdrücken und wir sehen auch schon, dass sich unser Deckel von der Tonibox nämlich gelöst hat und somit haben wir jetzt nämlich auch schon die Möglichkeit, unsere Ohren ganz einfach rauszuziehen. Die Ohren bestehen übrigens aus zwei Bauteilen, weswegen ich mal das mittlere Bauteil ganz einfach rausziehen kann und falls dieses Teil jetzt zum Beispiel kaputt wäre, könnte ich da natürlich ein neues wieder draufsetzen und ich würde auf jeden Fall mal noch hier kontrollieren, ob sich diese Taster überhaupt noch richtig drücken lassen. Falls nicht, könnten wir nämlich auch probieren, dass wir sie zum Beispiel mal mit einem kleinen flachen Schraubendreher wieder irgendwie zurechtbiegen. Ich denke mir immer, schlimmstenfalls funktioniert es danach ja immer noch nicht. Oder wir können auch schauen, ob hier irgendwo eine Verbindung nicht mehr richtig vorhanden ist. Dann könnten wir hier natürlich auch noch löten. Bei mir scheint aber ein anderer Defekt vorzuliegen, weswegen ich meine Taster zuerst einmal aus dem Plastikgehäuse ganz einfach rausnehme und danach die Platine etwas nach vorne geben, denn dann können wir hier unten die Leiter auch schon durch unser Gehäuse dementsprechend durchfädeln und hier hinten befindet sich jetzt noch ein einfacher Stecker, den wir normalerweise durch leichtes Wackeln und Ziehen ganz einfach abmachen können. Wenn wir uns dann einen neuen Anschluss für die Ohren gekauft haben, dann diesen einfach mal richtig rum in unser Gegenstück von dem Stecker natürlich hineingeben, schauen, dass es auch ordentlich sitzt. Bei mir sollte es auf jeden Fall passen und dann können wir nämlich die zwei Taster einmal dementsprechend wieder durch dieses kleine Loch hier unten durchfädeln. In meinem Fall sollte es auch schon passen, deswegen ich meine Platine auch mal wieder grob in das Gehäuse gebe, dass es nicht stört und ich habe natürlich darauf geachtet, dass meine Leiter nicht irgendwie stark verdreht sind. Der gelb-rote Leiter ist übrigens für das kleine Ohr normalerweise, also für die leise Taste und der blau-gelbe Leiter für die lauter Taste. Das Reinfädeln in die Ohren geht meiner Meinung nach übrigens am leichtesten, wenn ich erstmal den Taster auf einer Seite hineingebe, etwas reindrücke und dann kann ich mich auch die Ohrenspitze etwas umknicken und somit lässt sich der Taster dann doch relativ gut einsetzen. Natürlich müssen wir dann auch schauen, dass wir unsere Leiter mal dementsprechend bei den Wegen hier wieder reingeben.
Wenn alles an seinem richtigen Ort ist, müssen wir mal noch die Schutzhülle von den Ohren ganz einfach darüber geben. Das sollte normalerweise auch schon passen. Und sicherheitshalber können wir es natürlich auch schon auf Funktion bzw. ob halt dieser Taster auch funktioniert testen. Meine Platine sitzt also richtig, was ich übrigens auch nochmal an diesen zwei weißen Kreuzen in entsprechenden Bohrungen überprüfen kann. Und dann sitzen nämlich auch meine Pins hier vorne wieder richtig. Dann können wir als nächstes einfach mal unsere Ohren wieder richtig herum aufsetzen. Das kann man übrigens auch am besten überprüfen, wenn am Ende wirklich diese zwei weißen Nasen wieder rausschauen. Und nun geht es einfach darum, dass wir mal unseren Deckel mit dem Touch-Sensor darunter natürlich richtig herum auf unser Gehäuse draufgeben. Und hier vorne befindet sich auch nochmal so eine kleine Nase, die wir jetzt noch etwas stärker reindrücken müssen. Das klingt am Anfang etwas hart, aber es muss einfach so sein. Und hier hinten befinden sich die Pins, weswegen ich mal noch vorsichtig von oben das Ganze runterdrücke. Nun unsere vier Schrauben am Boden mal wieder ordentlich mit Gefühl festschrauben. Und wir können unsere Akkuhaltung schon mal leicht gekippt Richtung Platine geben, anschließend etwas nach unten in die zwei Löcher hier reingeben und dann sollten nämlich auch die Bohrlöcher hier oben auf jeden Fall übereinstimmen. Nun die zwei Schrauben einmal ganz leicht festdrehen, dass sie einfach schon einmal angepackt haben. Das ist einfach wichtig, dass wir unsere Akkuhalterung und die Platine auch noch leicht nach vorne hier geben können. Danach den Stecker von unserem Akku richtig rum in das Gegenstück hineingeben. Hierbei nur auf die Nase da achten. Dann ist es normalerweise auch richtig rum. Und wir sehen, dass die Tonibox auch schon richtig aufblinkt, was auf jeden Fall ein gutes Zeichen ist. Dann können wir auch schon die Leiter hier oben mal hinter die Platine noch durchfädeln. Etwas weiter nach unten und auch hier in diese schwarze Halterung wieder ganz einfach hineingeben. Dann die zwei Schrauben hier oben wieder mit Gefühl festdrehen. Zum Schluss unsere Tonibox wieder in die Polsterung reingeben. Hierbei orientiere ich mich am liebsten einfach an dem Lautsprecher und diesen kleinen Löcher. Dann passt es normalerweise auch schon. Und wir können dann auch die Schraube hier unten wieder mit Gefühl im Uhrzeigersinn festschrauben. Zum Schluss den Verschluss noch richtig rum in die Tonibox hineingeben. Hierbei kann man sich an diesen zwei Nasen außen gut orientieren. Ich gebe das Ganze also mal in die Tonibox. Das schaut auch schon relativ gut aus. Dann wieder auf unseren Boden stellen mit ordentlich Druck von oben im Uhrzeigersinn festdrehen. Und somit ist diese jetzt nämlich auch schon wieder verschlossen und wir können unsere Lautstärkentaster mal auf Funktion überprüfen. Ich würde sagen, das schaut auf jeden Fall gut aus, weswegen wir die Ohren bei unserer Tonibox jetzt auch schon richtig repariert haben. Wenn du dir für zu Hause jetzt irgendwie solche Ersatztaster bzw. auch das Äußere, also diese Ersatzohren zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.